Alle Experimente in unserer Show werden von Expertinnen und Experten vorbereitet und durchgeführt. Sie sind nicht geeignet, um zu Hause nachgemacht zu werden, und das ISD Austria übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die dabei entstehen. Herzlich willkommen bei unserer Show hier am Campus des Institute of Science and Technology Austria in Klosterneuburg. Wir stellen uns heute die super gescheite Frage: Wie hell ist dunkel? Beim Fernsehen am Abend, da stehe ich total auf Schokolinsen, und zwar am allermeisten auf die gelben und die blauen. Nur in der Dunkelheit, da schauen die alle gleich aus. Da finde ich die nicht. Da brauche ich dringend eine kreative Lösung. Okay. UV Pro, das ist eine UV-Lampe. Das könnte funktionieren. Das probiere ich gleich unter einer Decke aus. Ja, das funktioniert. Wenn UV-Licht auf bestimmte Oberflächen trifft, dann wird dort sichtbares Licht ausgestrahlt. Deswegen leuchten die Gelben jetzt so richtig strahlend gelb. Und bei den Blauen ist es noch cooler. Die werden unter UV-Licht richtig pink. Also das funktioniert. Damit finde ich jetzt auch beim dunkelsten Fernsehen meine Lieblingsschokolinsen. Oh, Julia, hallo. Hallo. Von dir war die UV-Lampe. Grandiose Idee, das funktioniert. Übrigens, dieses Phänomen nennt man Fluoreszenz. Julia, was hat das mit deiner Forschung zu tun? Du forschst ja nicht an Schokolinsen, nehme ich an, oder? Nein, mein Spezialgebiet ist die Hirnforschung. Und wir nutzen Fluoreszenzmikroskope, um uns lebende Zellen im Gehirn anzuschauen. Fluoreszenzmikroskope, das heißt, unter dem Mikroskop leuchten dann diese Zellen oder Zellteile, die euch interessieren, so auf wie meine Schokolinsen. Kann man sich das so vorstellen? Genau, richtig. Das Problem ist, dass ein Hirn noch viel, viel komplizierter aufgebaut ist als der Inhalt deiner Schüssel da. Okay, und deswegen nutzen wir spezielle Farbstoffe, die an Bestandteile von den Zellen binden. Und wenn wir dann ein Licht darauf scheinen, also ein Laser zum Beispiel, wie dein UV-Licht, dann leuchten nur diese Teile auf und wir können sie finden. Wenn ihr euch jetzt diese Hirn- und Nervenzellen unter dem Mikroskop anseht, könnt ihr da im Prinzip beim Denken live zuschauen? Gewissermaßen ja. Wenn Nervenzellen miteinander kommunizieren, dann senden sie elektrische Impulse ab. Und über diese elektrischen Impulse gehen sie Verbindungen ein. Mit Fluoreszenzmikroskopie kann man diese Impulse darstellen. Das heißt, wenn eine Nervenzelle einen Impuls aussendet, dann leuchtet sie hell auf. Das heißt, wenn sie das tut, können wir quasi beim Denken zuschauen. Absolut faszinierend, was ihr alles könnt. Julia, jetzt benutzen wir unsere eigenen Hirnzellen. Ich habe eine Challenge für uns beide. Dafür müssen wir aber rübergehen in den Dunkelraum, weil es geht auch um UV-Licht. Oh, bist du bereit? Ja, auf jeden Fall. Dann gehen wir. Okay, Julia, das ist unsere Challenge. Wer schafft es mit dem ferngesteuerten Auto als erster eine Runde auf dieser Bahn zu vollenden? Pah, das ist aber einfach. Moment. Jetzt schalten wir das Licht aus. Wow. Das heißt, wir können uns nur auf diese kleinen UV-Scheinwerfer verlassen, die auf den Autos montiert sind. Ich zeige uns noch einmal die Bahn. Die haben wir mit spezieller fluoreszierender Farbe aufgemalt. Und jetzt? Legen wir los? Legen wir los. Bist du bereit? Ich bin bereit. 3, 2, 1, go! Wo ist die Bahn? Oh, Julia, Julia, wo bist du? Ich zerstöre die Botanik. Ich fühle mich einsam. Julia, du hast gewonnen. Bravo, Julia. Du hast das totale Chaosrennen gewonnen. Du bist ein Star. Hat Spaß gemacht? War super. Mir hat es auch total Spaß gemacht. Jetzt zum Abschluss habe ich noch eine Überraschung für dich. Und dafür gehen wir jetzt rüber in den großen Hörsaal. Ich bin gespannt. Los geht's. Also, wir haben heute schon Schokolinsen und eine ganze Autorennbahn mit UV-Licht zum Leuchten gebracht. Das heißt, in Licht steckt wirklich viel Energie drinnen. Wie ist das in deinem Mikroskop? Da wird das Licht da gebündelt. Kann das für die Zellen auch gefährlich werden? Ja, unter Umständen ja. Also wir nehmen das Licht und fokussieren es durch eine Linse inmitten die lebende Probe hinein. Und dadurch entsteht ein kleiner Punkt. Und je kleiner dieser Punkt, desto besser können wir hinschauen. Aber je kleiner der Punkt, desto mehr Energie steckt auch da drin.
Und das kann richtig heiß werden für die Zellen. Aha. Und genau diesen Effekt will ich jetzt ausnützen. Wir haben hier keine lebende Zelle, keine Sorge, sondern einen Ballon. Aber der ist nicht luftgefüllt, sondern da drin ist Methan, ein hochentzündliches Gas. Und wir werden jetzt einen 1000-Watt-Scheinwerfer einschalten. Und das Licht trifft auf eine Linse, wird fokussiert. Und wenn wir den richtigen Fokuspunkt erwischen, dann sollte das Ganze mit einer großen Flamme in die Luft gehen. Du hast das Rennen gewonnen, du darfst also fokussieren. Willst du das? Ja, auf jeden Fall. Dann machen wir es. Ab zur Sicherheitsausrüstung. Okay, bist du bereit? Aber sowas von. Ich stecke den 1000-Watt-Scheinwerfer an. Du musst ihn jetzt so justieren, dass wir exakt den richtigen Fokuspunkt erwischen. Mhm. Ich unterstütze dich dabei. Jetzt schau, dass du den Fokuspunkt genau auf die richtige Position bekommst. Ja, ein bisschen links, rauf. Du bist schon ganz nah am Pyropapier. Es müsste im nächsten Augenblick zünden. Ja. Ja, super, bravo Julia, wunderbar fokussiert. Was für ein Feuerball. Ein richtig lauter Knall, echt krass. Sehr cool. Das war unsere Folge Wie hell ist dunkel? Wenn ihr Lust auf mehr habt, schaut auf unsere Pop-Up-Science-Seite oder auf unseren YouTube-Kanal. Da gibt es jede Menge Videos, Interviews mit Forschenden und natürlich Experimente zum selber ausprobieren. Julia, herzlichen Dank. Es hat mir riesen Spaß mit dir gemacht. Und mir erst. Und jetzt schauen wir, ob wir irgendwo noch einen größeren Methanballon auftreiben können, den wir dann wieder entzünden, okay? Oh oh. Super Idee. Los geht's.